Zunächst mal herzlich willkommen an die beiden Trainer, an Hans Frey von Wasserburg und Henne Spandau der Royce. Herr Frey, zunächst mal einen Glückwunsch zum Finaleinzug nach zwei Partien mit dem Sieg in Wasserburg und nach dem heutigen Sieg. Herzlichen Glückwunsch zum Finaleinzug nach Wasserburg. Ja, was war der Unterschied? Können wir ein paar Minuten ein bisschen Ruhe haben? Geht das? Lass doch die beiden Trainer, ganz kurz noch mal reden und dann können wir nachher auch noch ein bisschen gemeinsam was sagen. Herr Ball, was hat... Also ich glaube, in der Verteidigung war in der ersten Halbzeit kein Unterschied. Wir haben uns gegenseitig etwas eliminiert, würde ich mal sagen, und runtergehalten. Aber bei uns war es ganz klar in der ersten Halbzeit, dass wir sicher geworden sind mit unseren Würfen. Und was in den letzten Spielen unsere Stärke nicht war, die wir sonst waren, nämlich von draußen auch ein paar Reihen zu schießen, das ging heute mit mehreren Spielern. Wir hatten eine sehr gute Quote, speziell von der Dreierlinie am Anfang. Und da konnten wir unsere Defense-Schwächen wesentlich besser natürlich ausgleichen. Und das hat die Mannschaft selbst sicher gemacht. Und dann konnten wir den gesteigerten Kampfgeist von Saloui in der zweiten Halbzeit dann doch einigermaßen beantworten und auch einigermaßen weiter treffen. Nicht mehr so gut wie in der ersten Halbzeit, aber es hat dann im Endeffekt dann doch zu einem relativ sicheren Sieg gereicht am Schluss raus. Kann es sein, dass Ihre beiden Geheimwaffen heute nicht so ganz gut drauf waren wie am Sonntag in Wasserburg? Ja, das ist durchaus richtig, wobei ich sagen muss, dass die Physikerin das spielt immer ein bisschen schwankend, aber sie kann sich immer und zur Zeit auch in jedem Spiel immer wieder mal da. Es ist unglaublich, da schaltet die Jürgen um und da macht sie also unglaubliche Sachen, wie zum Beispiel in den drei in der ersten Halbzeit, die das gescheit gesehen hat. So weit weg von der Dreierlinie. Ab und zu macht sie das einfach und kann sie und das nächste Mal, da schießt sie dann vier Korbleger, steht so weit um den Rücken rum und schafft es dann, einen Airball zu machen beim Korbleger. Das sind die zwei Welten von ihr. Und die Tiffany, die war heute ein bisschen schwieriger, die war ein bisschen zu sehr unter Stress heute. Herr Breit, geben Sie Ihrem Kollegen René Spandau recht, er hat eben in der Halle im Interview beim Radio gesagt, es war ein komplettes Spiel vom Sonntag. Geben Sie da recht? Ja, im Prinzip war es das schon. Es war so, bloß dass wir am Sonntag ein bisschen mehr Mühe hatten mit unseren Würfen. Und die Würfe waren heute sicher einer der entscheidenden Punkte, besser gesagt, die Wurfsicherheit. Die hat den Ausschlag gegeben. Ich habe jetzt die Zahlen nicht da, ist auch nicht nötig, aber ich glaube, dass wir im Distanzwurfbereich einfach heute die Glücklicheren waren. Das war über viele Minuten wieder mal ein ständiges Hin und Her. Die Führung ist gewechselt. Wie haben Sie in den Auszeiten Ihre Mannschaft quasi aufgebaut, dann das Spiel doch nochmal im letzten Viertel zu drehen? Ja, das war immer vielschichtig. Entweder man muss aufpassen auf die Top-Spielerinnen von Saloui, wo wir mussten an der Defense was bemängeln oder im Angriff ein paar Dinge sagen, die sie machen sollten, die sie vergessen hatten. Es war wirklich nicht irgendwo eine gerade Linie, sondern es war immer ein ständiges Anpassen an die jeweilige Situation. Hat heute relativ gut funktioniert. Herr Frey, jetzt kann morgen Abend schon Ihr Finalgegner ermittelt werden, weiter verziehen. Morgen Abend kann in Freiburg Ihr Finalgegner ermittelt werden. Es wäre eine Sensation, wenn es Freiburg wäre, ne? Ja, die stehen natürlich seit Jahren schon da an der Tür, klopfen die ganze Zeit dran, sind immer, meistens im Pokalfinal und dann in den Finals kommen sie meistens bis jetzt ins Viertelfinale, jetzt das erste Mal Halbfinale und die sind also top heiß natürlich jetzt da den Einzug ins Finale zu schaffen. Und ich traue ihnen das durchaus zu, absolut, wir sind sehr heimstark, haben ein junges Team und haben jetzt gemerkt, dass sie jetzt da ganz, ganz aufkommen. Und das macht unglaubliche Kraftreserven frei. Und auf der anderen Seite, Marburg hat natürlich schon ganz einen kleinen Nachteil, nämlich denen geht die Düse auf gut Deutsch, nachdem sie die ganze Saison vor dem Gang waren. Und dann verlieren sie schon den Pokal, fliegen dann weiter heraus und dann in der Meisterschaft gleich einen zu starken Dämpfer. Das wird zuerst schon verkraften, wenn man der absolute Top-Favorit ist. Hand aufs Herz, wen wünschen Sie sich? Es ist ganz einfach, rein von der Tabellensituation ist es so,
dass wir, wenn wir in Freiburg spielen würden, das erste Heimspiel hätten. Und Heimvorteil ist natürlich schon eine kleine Waffe. Natürlich würde ich alles lieber sehen, wenn wir zuerst gegen Freiburg zu Hause spielen könnten. Aber ich sehe mit einer Bevorzugung in der Heimmannschaft zu tun. Aber wir wünschen Ihnen als frisch gebackener Pokalsieger viel Glück für das Finale. War immer schön gegen Wasserburg und es wird auch schön bleiben, auch in der kommenden Saison. Es bleibt der Klassiker, es war der Klassiker und es sind immer dramatische und interessante Spiele. Glückwunsch nochmal zum Finaleinzug. Gute Einfahrt nach Wasserburg und nach Wasserburg. So, jetzt kommen wir zu unserem Trainer. Obligatorisch mit dem Gründels Fresh. Wasserburg war heute besser, Wasserburg war am vergangenen Sonntag besser. Können wir noch ein paar Minuten jetzt haben, Freunde aus Wasserburg? Geht's noch? Noch ein paar Minuten Ruhe, bitte. Nochmal, Wasserburg heute besser, Wasserburg am Sonntag besser. Und wie gesagt, wir haben es eben angesprochen, Hansi Breyer hat hier zugestimmt. Es ging in die Richtung Kopie des Spiels vom Sonntag. Wasserburg abgezockter, abgeklärter und hier irgendwo in verschiedenen Momenten und Phasen zu hektisch. Ja, das habe ich selber gesagt zum Radio. Wasserburg spielt mit einer Mannschaft, und da muss man ganz klar sagen, die haben in dieser Saison mehr Qualität als wir. Die haben nicht nur in diesem Spiel besser gespielt, die haben die ganze Saison besser gespielt. Die waren am Ende auch auf Tabellenzweifel, wir waren Väter. Und es hat viel zu tun mit dem Kader der Mannschaft. Ich habe es schon in der Saarbrücker Zeitung gesagt, diese Mannschaft hat zwei Amerikanerinnen so gut, wie die sie lange nicht gehabt haben. Das ist ein Faktor. Und wenn du dann guckst, in der Phase, wo es eng wird, Wasserburg hat die letzten 14 Minuten mit der Erfahrung gespielt. Die haben gespielt mit Pop, die ist 40. Die haben gespielt mit Thorsten, die ist glaube ich 33. Die haben gespielt mit Katharina Kühn, die ist 31, meine ich. Und dann haben die zwei Spielerinnen, die aus der Profiliga in den USA Erfahrung haben. Und wir spielen mit einer Mannschaft, die im Schnitt ich glaube 23 liegt. Und mit den Leuten, die es dann machen müssen, das ist, dann lasse ich mal die Leute außer Betracht, die von der Jugend auf der Bank sitzen. Aber die sind dann so erfahren und abgezockt. Wir sind auf 6 Punkte hin, wir lehnen eine Auszeit und wir sagen, wir möchten das gerne haben. Alles klar, Coach? Ja, alles klar. Und wir machen 3-mal in Folge einen Ballverlust. Statt dass wir dann von diesen 6, weil ich denen Auszeit, damit die den Korb kriegen, nicht dass wir den Ball wegschmeißen, keine Angst. Und solche Sachen ist Wasserburg viel disziplinierter und viel abgezockter. Und deswegen geht der Sieg auch in Ordnung für mich. Ich bin enttäuscht, aber wir haben gezeigt, dass wir mithalten können. Ich habe gesagt, wir müssen über 40 Minuten das Glück haben, dass alles klappt. Und nicht alles hat geklappt und ja, dann verlierst du. Das ist genauso einfach wie 1 plus 1 2 ist. Ein letztes Fazit zur Partie kann man nicht haben. René, wenn wir jetzt zurückgucken, wir haben jetzt noch 2 Spiele. Es geht am Morgen in einer Woche hier zu Hause gegen entweder Marburg oder gegen Freiburg. Wir spielen um Platz 3. Wie wirst du mit der Mannschaft diese beiden Spiele angehen? Also erstens wissen wir nicht, wann wir zu Hause spielen. Das ist unklar. Das hängt von dem Ergebnis von Freiburg gegen Marburg. Das ist das Erste, was ich betonen möchte. Also verfolge bitte, was in der Presse dazu geschrieben wird. Das Zweite ist, ich werde den Mädels erstmal ein paar Tage freigeben. Ich werde mir selbst noch ein paar Tage frei gönnen und ich denke, dass wir am Dienstag mal die Mannschaft wieder zusammenholen und mal reden, okay, wie machen wir jetzt das Spiel oder die Spiele um Platz 3.
Wie gehen wir die an? Was möchten wir damit? Ich denke, dass es so viel Ehrgeiz gibt, dass sie sagen, wir möchten diesen dritten Platz absolut haben. Dann werden wir es auch dementsprechend angehen und versuchen, diesen dritten Platz zu holen. Letzte Frage. Jetzt haben wir die Hauptrunde mit dem dritten Platz abgeschlossen. Bist du mit diesem dritten Platz, mit dieser Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Das ist eine schöne Frage. Ich denke, dass man mit dieser Mannschaft zufrieden sein kann und soll. Leute, kann ich bitte ruhig bleiben. Bitte, danke. Sehr schön. Ich denke, dass wenn man in Betracht nimmt, dass wir ungefähr 7 Wochen vor der Vorbereitung überhaupt noch nicht wussten, ob es Salvio Wales gibt. Und dass wir dann ein paar Tage danach, wo dann sicher war, dass es die TV Salvio Wales doch glücklicherweise und froherweise wieder gab, hatten wir keine Spiele hin. Es war zwar ein Trainer da, aber wir hatten grundsätzlich nur Spiele hin. Also du warst sehr spät auf dem Markt. Wenn du das dann in Betracht nimmst und du fängst mit einer zu kurzen Vorbereitung an, aus Geldgründen, auch mit einigen Sachen, die wir in der Vorbereitung nicht machen konnten, war die Vorbereitung nicht so optimal, wie ich sie gerne hätte, aber es ging nicht anders. Und wenn man diese Faktoren alle in Betracht nimmt, dann muss man sagen, dass die TV Salvio Royals an der dritten Tabellenstelle in einer so schwierigen Konstellation, die wir hatten, schon ziemlich das Optimale rausgeholt haben. Okay. Dann machen wir so stehen lassen. Und wie gesagt, wir werden auf jeden Fall noch einmal die Royals in der Stadtgartenhalle sehen. Entweder gegen Marburg oder gegen Freiburg. Warten Sie, wie gesagt, auf unsere Presseberichterstattung, wann es sein wird. Gehen wir mal vom kommenden Freitag aus. Das wäre dann 20 Uhr, der 15. April. So, gibt es noch zum Schluss Fragen an den Trainer von den Fans? Vielleicht von dem einen oder anderen Pressevertreter, der unter den Fans ist. Gibt es noch Fragen? Nein, das ist nicht der Fall. Bitte? Wenn ihr den Dortmund deutscher Meister seid. Gut, dann hatten wir doch noch eine Frage zum Abschluss dieser Pressekonferenz bzw. dieses Trainergesprächs. Wir sagen nochmal Dankeschön an 1200 Fans in der Stadtgartenhalle am heutigen Abend. Wünschen Ihnen einen guten Nachhauseweg und nochmal einen Gruß nach Wasserburg zum Einzug ins Finale. Dankeschön und guten Abend.